Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, die SVP-Fraktion hat am Donnerstag eine parlamentarische Initiative mit dem Titel «Kaufkraftbereinigung beim Export von IV-Renten ins Ausland» eingereicht. Die Initiative verlangt, dass die Höhe von diesen IV-Renten, die ins Ausland gehen, an die Kaufkraft vom jeweiligen Land angepasst werden. Damit will man angeblich verhindern, dass IV-Rentnerinnen und Rentner, z.B. in Thailand, ein Pascha-Leben führen können. Was natürlich wieder niemand schreibt, ist, dass so eine IV-Rente höchstens 2280 Franken im Monat beträgt und dass davon in der Schweiz niemand leben kann. Die Leute gehen also nicht ins Ausland, damit sie dort in Saus und Braus leben können, sondern sie flüchten vor der Armut in der Schweiz. Das ist übrigens sogar gut für die Schweiz. Würden die Rentnerinnen und Rentner nämlich bei uns bleiben, hätten sie noch Anspruch auf Ergänzungsleistungen, die zusammen mit der IV-Rente knapp zum Leben langen. Die Ergänzungsleistungen gibt es aber nur für Leute, die in der Schweiz wohnen. Wir sparen also an jedem Rentner, der im Ausland lebt, ein paar Tausend Franken pro Jahr. Wenn man jetzt aber die Renten an die Kaufkraft von diesen Ländern anpasst, können die IV-Rentner gerade so gut wieder zurück in die Schweiz kommen und Ergänzungsleistungen beziehen. Und das schadet sowohl den IV-Rentner als auch unserem Sozialstaat. Es geht der SVP also scheinbar nur darum, wieder mal ein bisschen Stimmung gegen IV-Rentnerinnen und Rentner zu machen. In der Begründung dieser Initiative heisst es übrigens am Ende, Achtung, nur wenn die Renten mit Kaufkraftbereinigung ausbezahlt werden, kann die Akzeptanz gegenüber der Ausrichtung von IV-Leistungen ins Ausland beim Schweizer Volk erhalten bleiben. Ansonsten besteht die Gefahr, dass auch die Akzeptanz gegenüber IV-Leistungen im Inland schwindet. Und das von dieser Partei, die so heftig gegen die Akzeptanz von IV-Rentnern geschaffen hat, wie keine andere in diesem Land. Ja, und für diesen Satz kommt die SVP-Bundeshausfraktion von mir die dreckige Socke für zum Himmel stinkende Heuchelei über. Diesen Preis verleihe ich übrigens von heute an in unregelmäßigen Abständen an Leute und Organisationen, die sich besonders heuchlerisch zu Behinderten geäussert haben. Wenn Sie auch mal einen Vorschlag haben, können Sie mir den gerne mitteilen, über unseren Blog, über YouTube, Facebook, was Ihnen lieber ist. So. Ja. So, das wäre es von meiner Seite her gewesen. Machen Sie es gut und bleiben Sie selbstbestimmt. Tschüss.